Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 3. September 2024. Und unser DAX hat einmal kräftig durchgeatmet, auch ich kann kräftig durchatmen. Die erste OP ist geschafft, alles gut geklappt, das Material ist raus, wesentlich größer auch als ich gedacht hatte. Ich hatte bei uns im Chat mal ein Bild eingestellt, wie meine Schrauben aussahen, die da hinten drin sind. Also das waren ganz schöne Oschis. Kein Wunder, dass da immer der Rücken ein bisschen gepiekst hat. Morgen kommt jetzt die nächste OP, dann ist das Bein, das rechte Bein dran, da kommt da der ganze Müll raus. Und dann haben wir schon fast alles geschafft. Im DAX hat er eben auch einmal kräftig durchgeschnaubt. Interessanterweise, genau 9:25 Uhr, als ich aus der Narkose erwacht war, hat er dann wieder zu sich gefunden, der DAX, hat sich stabilisiert, hat sich wieder hochgezogen. Wir hatten ja gesagt, dass es durchaus einen schwacheren Montag geben kann, ähnlich vielleicht auch angelehnt an den Donnerstag vom 1. August, als der August schwach reinkam, hatten auch drüber gesprochen. Wenn er unten bleibt, wenn er eine rote Tageskerze stellt, dass er vielleicht eben nicht nur 8,44 hier anspielt, sondern dann am Dienstag eben auch noch die 700 und die 6,50 abarbeitet. Nun ist es aber keine rote Tageskerze geworden. Man darf es als schwache Tageskerze werten, ja, wegen, es gilt als Hanging Man, es kann quasi ein Umkehrsignal nach unten darstellen. Angesichts der fehlenden Amerikaner hat aber einfach die Kraft gefehlt, dann da eben noch den Druck aufrechtzuerhalten und weiter durchzudrücken. Und so hat er sich dann, nachdem ich aus der Narkose erwartet bin, einfach wieder hochgelegt und hat dann das narkotische Verhalten übernommen. Es ist einfach auch eingepennt und steht jetzt hier relativ kräftig da. Mit einer schwachen Tageskerze. Und deswegen können wir ihn eigentlich relativ einfach abgrenzen, indem wir sagen können, gelingt es ihm hier drüber zu hüpfen, die schwache Tageskerze rauszunehmen, über 69 zu gehen. Hatte die Chance, oben genau das zu machen, was wir vom Montag verlangt hatten, nämlich so eine Übertreibungskerze zu machen. Das Band hat sich jetzt hier im Tageschart auch schon bis 250 hochgedrückt. Ja, also das hätte er komplett als normalen Bereich, um sich auszutoben. Zwischenziele liegen natürlich dann bei 1954, 1921, 19200, 19250 dann. Das sind Bereiche, die zum Dienstag alle schon erreicht werden könnten. Wenn er denn mitspielt und über die 69 geht, geht er nicht über die 69 und geht unter der 9,35 eher auf Tauchgang. Ja, also fummelt sich wieder nach unten. Sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil er dann eben durch den Hangman bedingt hier eben wieder dran zurücklaufen kann. Das heißt, wir könnten ohne Probleme wieder auf eine 8,30 zurückfallen, ohne Probleme sogar eine 7,75 antippen. Und wenn er das zum Dienstag natürlich macht und dann eben auch mal unten bleibt, könnte tatsächlich zum Mittwoch noch eine Schippe nachlegen. Ja, ist jetzt in der Konstellation dann ein bisschen anders wie zum Dienstag, der dann direkt eben nach oben feuert. Wenn der Montag schwach gewesen wäre, das gelingt in der Dienstag-Mittwoch-Kombination so eigentlich nicht. Ja, sondern da würde der Mittwoch dann auch noch nachreichen und sich nach unten ausstrecken. Ja, also insofern wuselt er sich hier nach unten. Könnte ich mir vorstellen, dass wir auf die 8,30 zulaufen. Das ist bestimmt auch eine gute Unterstützung jetzt nochmal. Geht er dann tiefer? Haben wir die 7,75 da so ein bisschen als Triggerpunkt. War ja auch die Kerze vom oder das Tief vom Inverted Hammer hier. Ja, dann kriegt er ein Signal aus dem Inverted Hammer, kriegt ein Signal aus dem Hanging Man. Ja, also unter 7,75 könnt ihr schon von der Tendenz dann wieder Richtung 700, 650 arbeiten. Und ich gehe allerdings fast eigentlich davon aus, dass er uns über die 6,5, über die 9,60 springt, das alles hier stehen lässt, Inverted Hammer stehen lässt, Hanging Man stehen lässt und einfach die Spritze oben raus noch stellt. Ja, es wäre für einen DAX fast üblicher. Ja, über die 69 drüber und dann steht oben erstmal alles wieder frei, kann dann die 19.000 anspielen, austesten, 19.50 anlaufen und dann 19.120, 19.200. Muss dann nicht alles zum Dienstag sein, ja, aber kann schon ein großes Stück davon durchaus schaffen. Ja, dann würde ich es gar nicht länger fassen hier als nötig. Mache zu und drücke die Daumen. Viel Erfolg. Haben wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.